Moin Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein komplett anderer Ort, mitten im Grünen. Die Sonne steht perfekt, ich glaube, ich bin perfekt ausgeleuchtet. Und das heißt, dieses Video wird auch perfekt, hoffe ich jedenfalls. Ja Leute, heute, ich habe gute Laune, denn heute beschäftigen wir uns, ich möchte heute mit euch über eine Kollektion sprechen, die wirklich gute Laune pur ist. Gute Laune, abgefüllt in 5 Flakons, die, jetzt kommt der Italienische mal wieder, Vaggio in Italia Kollektion bei Jean-Claude Elena von der Marke Laboratorio Olfativo. Darum soll es heute gehen, um alle 5 Düfte, die bisher draußen sind. Laboratorio Olfativo hat sich für diese Kollektion, die sich der fast schon Purheit von Zitrusfrüchten widmet, wirklich den besten Parfümeur dafür ausgesucht, ja, den es meiner Meinung nach gibt, und zwar Jean-Claude Elena. Wirklich ein Meister, wenn es darum geht, Zitrusdüfte zu machen, die natürlich sind, die ja sich wirklich auch naturbelassen anfühlen, ohne irgendwie synthetisch aufgedreht zu sein, die wirklich saftig, fruchtig, frisch sind. Ja, das, was Jean-Claude Elena einfach wirklich in Perfektion meistert. Und auch, das sieht man auch bei all diesen 5 Düften, die ich euch heute vorstelle. Ich habe einen Flakon dabei. Ich werde euch natürlich gleich die Verpackung, den Flakon, den Sprüher zeigen. Und dann gehen wir alle 5 Düfte durch. Wir machen das in Reihenfolge nach Alphabet, also fangen mit Arancia Rossa an, dann Bergamotto, Limone, was kommt danach? Mandarino und zum Schluss das neueste Release, Pompelmo. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Viel mehr gibt es vorher gar nicht zu sagen. Und wir kommen erstmal zur Verpackung und zum Flakon. Und ich muss direkt mal die Verpackung loben. Also ich hoffe, man erkennt es, dass da vorne ist nicht einfach nur draufgedruckt, ist keine Plastikpalette, Platte oder so. Es ist wirklich eine Metallplakette, die hier vorne drauf ist. Also ich weiß gar nicht, welche Marke macht das sonst, eine Metallplakette auf die Verpackung zu machen. Also das macht schon mal einen hochwertigen, schönen Eindruck. Hochglanzpoliert, so wirkt es jedenfalls. Dann habt ihr hier erstmal, perfekt, die Karte. Auf der Karte habt ihr hier abgedruckt in 4 Sprachen Jean-Claude Elenas Worte zur Kollektion. Also ich sag mal so, diese Zitruskollektion Vaggio in Italia bei Jean-Claude Elena widmet sich den Eindrücken, den fröhlichen, zitrischen Eindrücken von Italien. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ja, hier ein paar Infos zur Kollektion auf der Karte. Und dann habt ihr hier den Flakon in weichem Schaumstoff, ja, gebettet. Und ich muss auch mal wirklich sagen, der Flakon, simpel, aber ich mag die Flakons von Laboratorio Olfativo. Kurz mal die Fingerabdrücke hier wegwischen, einen Moment. Also das ist der Flakon Arancia Rossa. Die ganzen Flakons sehen gleich aus. Dunkelgrünes Glas, eine schwere goldene Metallkappe und ein wundervoller Sprüher. Ich blende euch mal ein Video vom Sprüher ein. Das ist wirklich ein ganz, ganz feiner, schöner, kontrollierbarer Sprühnebel. Also die Marke hat sich jetzt für neue, dosierbare Sprüher entschieden. Auch früher waren die Sprüher schon gut. Die waren so ein bisschen, ja, einmal kräftig draufdrücken, da haben die direkt richtig viel rausgesprüht. Dieser hier ist etwas feiner, dosierbarer, gefällt mir insgesamt noch etwas besser. Und es freut mich auch zu sehen, wenn eine Marke selbst so, ja, ihre Qualität einfach verbessert. Auch wenn ich sagen muss, dass die alten Sprüher auch schon top waren. Aber ist nochmal eine Nummer besser geworden. Also, so viel zur Kollektion, zur Verpackung, zu Flakon, alles zusammengefasst. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Duft. Und ich muss auch direkt sagen, meinem Lieblingsduft natürlich, alphabetisch. Arancia Rossa, ein unfassbar guter Duft. Den Flakon habt ihr ja schon gesehen. Ja, ich habe mir diesen Duft hier vor kurzem gekauft, schon wirklich ein gutes Stück verbraucht. Ich hoffe, man erkennt es. Ich liebe diesen Duft. Boah, er hat es wirklich auch auf sowohl meine Nischen-Sommer-Herren-Liste als auch auf meine Nischen-Sommer-Damen-Liste geschafft. Also in beiden Listen war er vertreten, relativ weit oben auf den Plätzen. Und das nicht ohne Grund. Dieser Duft hier widmet sich einer Blutorange. Und ich liebe Blutorangen-Parfums. Das ist vielleicht, ja, meine Neuentdeckung, sage ich mal, von mir. Ich wusste, ich mag Blutorange. Aber wie sehr man Blutorange lieben kann, habe ich erst durch diesen Duft hier festgestellt. Bevor ich mir diesen Duft hier gekauft habe, oder bevor ich ihn getestet habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Klar, ich weiß ja, wie eine Blutorange riecht und schmeckt, aber ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was macht eine Blutorange eigentlich aus? Klar, eine Blutorange riecht orangig. Irgendwie ist das noch saurer. Ja, aber irgendwie, was macht diese Blutorange so richtig aus? Das habe ich mich gefragt und deshalb war es für mich auch so interessant zu sehen, wie sich so ein purer Blutorangenduft, ja, ich sag mal, anfühlt. Ob es wirklich so Blutorange trifft oder ob es einfach so ein säuerliches Orangen, ja, Wässerchen wird. Aber nee, es ist wirklich,
wenn ihr daran riecht, ihr riecht nicht eine Grapefruit, ihr riecht keine Orange, keine Mandarine, es ist einfach eine Blutorange. Und dass das so authentisch, so perfekt hinbekommen wurde, also das ist wirklich Hammer. Das ist wirklich einfach nur Wahnsinn. Also absolut fantastischer Duft. Er ist in der Kopfnote saftig, er ist fruchtig, er ist erfrischend. Wunderschön, säuerlich frisch. Also dieses Saftige auch von der Blutorange, das bekommt ihr hier richtig. Es riecht einfach nur wirklich Blutorange pur. Kurz danach in der Herznote kommt noch ein Hauch von Maracuja dazu. Die Maracuja-Note ist nicht zu dominant. Dieser Duft ist von Anfang bis Ende, ja, ich sag mal 90% Blutorange, wie all diese Düfte auf der Liste. Also diese Zitrusfrüchte, die Zitrusfrucht, die draufsteht, die ist auch komplett drin. Aber diese Maracuja-Note im Herzen, die macht es, finde ich, noch besser. Ich habe das Gefühl, die gibt noch einen Ticken mehr Säure dazu, ein bisschen mehr von dem Fruchtigen. Und das kommt auch wirklich erst nach ein paar Minuten in der Herznote durch. Verschwindet auch schnell wieder. Noch rieche ich nichts davon. Das kommt wirklich erst so. Das braucht ein paar Minuten, um sanft durchzukommen. Und wertet diesen Duft, finde ich, einfach nochmal mit der Sanftheit von Maracuja auf. Danach ist es wieder weg. Danach ist es Blutorange wieder fruchtig, frisch. Einfach nur fantastisch. Diese saftige, sehr fruchtige und säuerliche Blutorange geht im Verlauf mehr und mehr dazu, dass es auch so dieses Blutorangen-Schalen-Element dazu gibt. Also am Anfang könnte man wirklich denken, nur Fruchtfleisch pur. Danach, es kommt immer mehr von der Schale dazu. Die säuerlich-saftige nimmt ab. Dieses etwas mattere, fast schon ein bisschen dumpfere von der Schale wird intensiver. Zur Basis hin merkt man auch die Moschusunterlage, die nicht übertrieben ist. Ihr habt hier keinen pudrigen, irgendwie stickigen Moschus. Das ist bei keinem der Düfte der Fall. Aber man merkt eben diese weichere Moschusunterlage. Es wird auch dezent holziger im Verlauf. Ich könnte überhaupt nicht sagen, was. Es ist einfach so ein dezentes, holziges Gefühl, was dazukommt. Und ja, wie gesagt, es bleibt immer noch fruchtig, ihr habt immer noch Fruchtfleisch dabei, aber es geht dann mehr in die Richtung von Blutorangenschale, also auch der Duft an sich verändert sich so ein bisschen. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein ganz fantastischer Duft. Zur Haltbarkeit und Sillage der einzelnen Düfte, dazu werde ich nochmal am Ende des Videos kommen, das werde ich kurz und knapp zusammenfassen, dazu möchte ich noch ein paar Worte sagen. Also falls euch das interessiert, am Ende des Videos, ihr könnt ja vorspulen, da werde ich noch ein paar Worte dazu sagen. Aber so viel erstmal zu Arancia Rossa. Absolut natürlich, realistisch, nicht synthetisch gepusht. Das ist wirklich die Kunst, die hier in der Kollektion einfach perfekt umgesetzt wurde. Und ja, das ist auch mein Lieblingsduft der Kollektion. Ich trage ihn sehr, sehr gerne. So viel erstmal zu diesem Duft hier. Weiter geht's mit B, also Bergamotto. Ja, Bergamotte. Was draufsteht, bekommt ihr hier auch im Flakon drin. Eine frische, wirklich sehr frische Bergamotte. Die ist auch fruchtig, die ist auch grün. Also ihr habt hier wirklich eine, ich sag mal, kolonieartige Bergamotte abgebildet. Die ist frisch, die ist fruchtig, die ist grün, leicht säuerlich. Diese typische, ich sag mal, Kolonie, Frische einer Bergamotte. Oh, sind die Vögel hier am Start. Ich hoffe, die sind nicht so laut fürs Mikrofon. Ja, diese Bergamotte hier, super erfrischend. Ich würde vielleicht sogar sagen, der erfrischendste Duft von allen, weil er eben auch der frischeste ist. Also bei Arancia Rossa, ihr habt die Frische, aber ihr habt auch noch mehr von der, ich sag mal, bitterorangen Fruchtigkeit. Bei Limone zum Beispiel, zu dem wir gleich kommen, habt ihr mehr von der Zitronensüße. Hier wirklich pure Frische. Das, was die Bergamotte ausmacht, habt ihr hier auf jeden Fall drin. Wir haben in den Noten noch Bitterorange, Kardamom und weißen Moschus, wenn ich mich nicht irre. Ich muss wirklich sagen, davon bekomme ich fast gar nichts mit. Bitterorange kriege ich überhaupt gar nicht. Kardamom könnte sein, dass der wirklich minimal verbaut wurde. Da ist er aber überhaupt gar nicht würzig, sondern wirklich fast schon wie so ein glatter, total milder Kardamom. Falls da überhaupt hier, ja, minimal kommt er vielleicht durch. Aber das ist wirklich der Duft, der wirklich, ich glaube, würde sagen, die Zitrusfrucht am intensivsten aufdreht. Hier habt ihr wirklich, boah, Bergamotte durch und durch. Den weißen Moschus, den riecht man auf jeden Fall in der Basis. Ihr habt hier dieses weiße, fluffige Moschusbett. Riecht nicht wie, riecht nicht wie Baumwolle oder frische Wäsche. Das habt ihr tatsächlich nur bei einem Duft hier so, wie ich es jedenfalls wahrnehme. Bei Arancia Rossa, bei Bergamotto, bei Limone und Mandarino, bei Pompelmo, ist es eher so ein Moschusbett, was mal mehr, mal weniger durchkommt. Hier kommt es etwas durch, stört mich aber auch wirklich kein Stück. Ja, die Bergamotte hier, um es wirklich kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, ist eine Bergamotte im Cologne-Stil. Ihr habt hier kein Neroli drin, das meine ich nicht mit Cologne, auch keine Orangenblüte oder sonst was, aber diese Bergamotte,
die könnte man 1:1 so in einem klassischen Eau de Cologne verwenden. Es ist sehr, sehr frisch. Ihr habt hier das Grünfrische und auch dieses, das haben manche Cologne-Düfte. Das ist mir früher, ich habe mich immer gefragt, was könnte diese Note sein? Sowas fast schon seifig-grünliches. Das ist mir schon häufiger bei Cologne-Düften aufgefallen. Und ich konnte mir nie erklären, woher das kommt. Aber das wird wohl echt die Bergamotte sein. Weil dieses Element bekommt ihr hier auch. Also die ist ja super frisch einfach. Also ein total purer, frischer Cologne-Bergamottenduft. Falls ihr sowas mögt, werdet ihr hier auf jeden Fall den richtigen Duft finden. Ich würde jetzt fast schon sagen, wo ich ihn jetzt so rieche, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass mir der Hauch von Bitterorange auch auffällt. Das macht diesen Duft, würde ich sagen, noch einen Ticken fruchtiger. Ist mir vorher wirklich noch nie aufgefallen, obwohl ich ihn eigentlich ausführlich getestet und getragen habe. Aber jetzt fällt es mir ein bisschen auf. Falls ihr die Bergamotte ähnlich wie in Gunpowder Cologne von Urban Scents oder wie in Mügler Cologne oder wie in Creed Original Vetiver mögt, falls ihr dort die Bergamotte liebt und ihr das volle Kanne intensiv haben wollt und pur und natürlich, dann wird dieser Duft das Richtige für euch sein. Ich muss wirklich aus meiner persönlichen Wahrnehmung sagen, dass es für mich der Duft ist, den ich am wenigsten mag. Ich mag ihn immer noch. Es ist ein toller Duft, definitiv. Aber es ist für mich der, der am wenigsten Spannung hat, der am wenigsten, ja, der am flachsten ist, sage ich mal. Frische Cologne Bergamotte auf dem Moschusbett, das ist der Duft. Das ist eben die Bergamotte. Also universell einsetzbar, super frisch, tolles Ding. Aber eben für mich nicht so das Spannendste aus der Kollektion. Meine Empfehlung für Bergamottendüfte, Bergamot 22, damit kann man nichts falsch machen. Die Bergamot 22 Bergamotte ist, finde ich, noch ein bisschen süßlicher und noch ein bisschen fruchtiger. Hat auch noch eine gute Dosis Grapefruit dazu, aber die ist insgesamt, finde ich, noch mal ein gutes Stück schöner. Und wie gesagt, falls ihr Cologne-artige frische Bergamotten mögt, Bergamotto von Laboratorio Olfativo, da werdet ihr, glaube ich, glücklich werden. Den nächsten Duft hier, davon habe ich keine Probe, von dem hatte ich mal einen Restflakon, den ich tatsächlich auch leer gemacht habe. Also ich kenne diesen Duft hier wirklich in- und auswendig. Wirklich eine intensive Zitrone mit der vollsten Zitronensüße. Manche sagen, der Duft erinnert sie an einen Zitronenbonbon. Und falls ihr mit Zitronenbonbon was Synthetisches assoziiert, müsst ihr euch davon lösen. Der Duft ist überhaupt gar nicht synthetisch, aber er hat diese Zitronensüße wirklich volle Kanne aufgedreht. Der Duft ist die größte und intensivste Zitrusexplosion aus der ganzen Kollektion. Er ist auch der mit der stärksten Sillage in der Kopfnote. Dieser Duft ist, also Limone, ist wirklich unfassbar stark. Der Restflakon, den ich gekauft habe, das war für mich auch ein Blindkauf und beim ersten Sprühen war ich überrascht, wie ungewöhnlich die Zitrone riecht. Die Zitrone hier ist nicht säuerlich. Die ist auch so gut wie gar nicht saftig. Die ist wirklich fruchtig, frisch und hat eben diese volle Zitronensüße. Geht in die Richtung von einem Zitronenbonbon, aber eben frischer, natürlicher. Geht auch so ein bisschen in die Richtung von Zitronenscheiben eingelegt in Zucker bzw. in Zuckersirup. Meine Mutter macht das ab und zu mal, weil sie gern ihren schwarzen Tee mit einer gesüßten Zitrone trinkt. Und so kann man die Zitrone eben konservieren und ja, der Zuckersirup ist selbst auch noch zitronig. Und so in diese Richtung geht es. Also wirklich eine süße, aber immer noch sommerlich erfrischende Zitrone, die ihr hier bekommt. In der Kopfnote noch ein bisschen aufgefrischt mit Ingwer. Ein bisschen Ingwer, man bekommt es, also man riecht es definitiv. Ich würde auch sagen, der Duft braucht diese Ingwerfrische. Die flacht aber sehr schnell ab und es geht wirklich dann in die pure zitronensüße Richtung. Macht euch keine Sorgen über die sommerliche Tragbarkeit. Der Duft ist wirklich sommerlich, obwohl er so diese wirkliche zitrische Süße hat. Es riecht wieder nicht irgendwie künstlich aufgedreht. Es ist ein toller Zitronenduft, der auf einem wieder weißen Moschusbett ruht. Falls ihr also nach der ultimativen Zitrusexplosion sucht, ist dieser Duft genau das Richtige für euch. Falls ihr euch eine süßliche, aber immer noch ja, sommerliche Zitrone vorstellen könnt, ist es auch der richtige Duft für euch. Limone von Laboratorio Olfativo ist wirklich eine Zitrone, die man so, ich glaube, nicht allzu oft gerochen hat. Auch von Mandarino hatte ich mal einen Flakon. Ich kenne diesen Duft ja auch auswendig, wie es so oft ist bei Parfum-Enthusiasten. Flakons kommen und gehen, sowas auch bei Mandarino. Aber ich habe diesen Duft hier wirklich sehr genossen über die Zeit, der ich ihn hatte. Es ist ein Mandarinenduft. Der Name sagt es ja schon. Dieser Duft hier ist auch der erste, der in der Kollektion erschienen ist. Und er hat mich auch schon, ja, Ewigkeiten, sage ich mal, interessiert. Laboratorio Olfativo ist eine Marke, die kenne ich schon
seitdem ich mich für Nischendüfte interessiere. Ich habe meine ersten Nischendüfte gerochen. Der allererste war Leighton von Parfums de Mali. Und ich habe mich schnell dafür entschieden, ich möchte in die Nischenrichtung gehen, die nicht jeder auf dem Schirm hat. So bin ich schnell auf Laboratorio Olfativo gestoßen und natürlich auch auf Mandarine durch und durch. Fruchtig, leicht saftig, säuerlich, super frisch und erfrischend. Ich glaube auch einer der beliebtesten Düfte der ganzen Kollektion, absolut zu Recht, dieser Duft ist Hammer. Stellt euch vor, ihr habt eine Mandarine, die fast reif ist. Die ist überall orange, außer an einer Stelle, da hat sie noch was Grünliches. So ungefähr müsst ihr euch diese Mandarine vorstellen. Die ist frisch, die wirkt auch schon reif, ja, aber die hat noch so eine leichte Grüne, die riecht nach Mandarinschale, die frisch ist, also frisch aufgepulte Mandarinschale, aber ein, zwei Stücken dieser Mandarinschale sind noch etwas grüner. So ungefähr müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Ihr habt hier keine vollreife Blutorange, wie bei Arancia Rossa oder wie bei der süßen Zitrone von Limone. Ihr habt hier eher diese halbgrüne, viertelgrüne Mandarine. Die ist fruchtig, die ist leicht süßlich, ja. Die hat das Ganze, was eine Mandarine ausmacht. Aber auch so ein bisschen eben Mandarinschale, die noch leicht grünlich ist. Total erfrischend. Auch weil der Duft nicht so süß ist wie eine vollreife Mandarine, hat das noch mehr so einen erfrischenden Effekt. Und das ist der ganze Duft. Im Verlauf geht es dann noch mehr in die Mandarinschalenrichtung, ohne aggressiv zu sein, ohne zu scharf zu sein. Das hat wirklich kein Duft hier aus der Kollektion. Und der ganze Duft ruht auf einem Bett aus weißem Moschus. Und das ist lustigerweise der einzige Duft, bei dem der weiße Moschus für mich in so eine Baumwoll-frische-Wäsche-Richtung geht. Alle anderen Düfte, ja, haben so einen Moschus-Fluff in der Basis, mal weniger, mal mehr. Und dieser Duft hier ist der einzige, der für mich in diese frische Wäsche-Richtung geht. Nicht aufdringlich, nicht zu trocken, kein Kontrast irgendwie, der nicht passt. Es ist sauber, es ist schön und ergänzt die Mandarine richtig, richtig toll. Also Mandarino, eine fast reife Mandarine mit Fokus auf der Schale, aber sanft und erfrischend, ein toller Duft. Und der letzte Duft, den ich heute mit euch besprechen möchte, Pompelmo, ist auch der neueste aus der Kollektion. Ja, dieser Duft hier widmet sich der Grapefruit. Und die Grapefruit ist hier, finde ich, auch sehr, sehr gut getroffen. Eine fruchtige Grapefruit, wieder auch Fokus auf die Grapefruit-Schale, aber mit genug Frucht von Anfang bis Ende, dass es wirklich so wirkt wie ein aufgeschnittenes Grapefruit-Stück. Beziehungsweise stellt euch das eher so vor, ihr habt eine Grapefruit und schneidet ein Stück raus. Ihr riecht aber nicht an dem Stück, sondern eher an dem Rest der Grapefruit. Es ist größtenteils Schale, aber auch etwas von dem Fruchtigen, leicht Saftigen und auch etwas von dem, ja, eben auch säuerlichen. Es riecht auch ein Ticken grün. Das liegt daran, weil hier neben der Grapefruit, die hier sehr vordergründig ist, neben der Grapefruit habt ihr hier auch eine Vetiver und eine Patchouli-Note. Sowohl der Vetiver als auch der Patchouli riechen nicht dunkel, riechen nicht erdig, riechen auch nicht rauchig. Vetiver kann ja auch rauchig riechen. Das ist hier nicht der Fall. Das ist so mittelschwerer oder eher leichterer Patchouli und Vetiver, die eigentlich rein grün riechen. Also die haben nichts Erdiges, nichts Kantiges, Kratziges, Holziges. Es sind grüne Patchouli, grüne Vetiver-Noten hier verbaut. Ja, ich habe mich mit dem YouTuber Century Nischenparfums unterhalten. Er hat auf seinen ersten Eindruck, das war wirklich sein erster Eindruck, gesagt, dass ihn der Duft im Verlauf so ein bisschen an Cannabis erinnert hat. Und ich muss wirklich sagen, jetzt muss ich kurz ausholen, ich glaube, das liegt daran, an dieser Vetiver-Patchouli-Kombi. Ich weiß nicht, woran es noch liegt. Vielleicht, dass da das auch, glaube ich, Elemi-Harz drin. Es riecht für mich 0% harzig. Das kommt für mich nicht durch. Oder nee, Mastix-Harz. Oder wie war das? Ich muss kurz mal nachgucken. Mastix-Harz war das. Kommt für mich überhaupt nicht durch. Aber kann sein, dass das im Untergrund irgendwie mit Patchouli und Vetiver so einen grünen Akkord erzeugt, der in folgende Richtung geht. Ich muss jetzt kurz ausholen. Als ich 15 oder 16 Jahre alt war, gab es in einem Supermarkt, habe ich zufällig gesehen, Cannabis-Tee. Und das war natürlich kein Tee aus den Blüten, also das war ohne THC und so weiter. Ich schätze jetzt einfach mal, dass es Cannabis-Tee aus den Blättern und Stängeln war. Es sah jedenfalls auch so aus im Teebeutel. Und mit 15, 16 dachte ich mir natürlich, boah, Cannabis-Tee, Wahnsinn, muss ich mir direkt kaufen, illegal. Habe ich mir gekauft, war natürlich nicht illegal, ne? Und dieser Cannabis-Tee, wenn ich von außen an diesem Teebeutel rieche oder wenn ich mich zurückerinnere, es roch nicht nach Cannabisblüte, es roch auch nicht nach einem Joint, es roch nicht, als ob jemand neben euch einen Dübel raucht, es roch nicht nach,
ja, nach diesem typischen Cannabis, sage ich mal. Es roch eher, wie man sich den Geruch vielleicht der Blätter vorstellt. Es roch eher wie so ein grünes Gehäcksel, wo vielleicht auch Cannabis dabei war. Mehr in die Nutzhanfrichtung, aber nicht in diese erdige, schwüle Nutzhanfrichtung, wie bei Black Afghano zum Beispiel von Nasomato. Eher leichteres, frischeres Grün. Und so ungefähr, wenn ich an diesen Teebeutelgeruch denke, von diesem, ich nenne es jetzt einfach mal grünen Gehäcksel, so ungefähr müsst ihr euch das auch in Pompelmo vorstellen. Ihr habt hier eine total frische Grapefruit mit Fokus auf der Grapefruit-Schale, ohne zu scharf oder zu kantig zu sein. Dazu aber auch, ich schätze jetzt einfach mal, diese Vetiver-Patchouli-Kombi, die so wirkt wie grünes Gehäcksel. Also es geht dezent in diese Cannabis-Richtung, ohne wie gesagt nach Blüten zu riechen, ohne erdiger Nutzhanf zu sein. Stellt euch grünes Gehäcksel vor aus ja, nicht allzu geruchsintensivem Grünzeug, und da ist eben unter anderem auch Cannabis dabei. So ungefähr riecht das für mich. Und ich muss sagen, diese grüne Ecke, die das hat, gefällt mir in diesem Duft wirklich gut. Die Grapefruit an sich, ich habe schon oft gesagt, Grapefruit ist häufig nicht so mein Fall. Besonders Grapefruit-Schale gefällt mir meistens nicht. Hier hat dieser Duft hier Grapefruit-Schale, ja, ohne zu übertreiben. Aber es hat noch genug von diesem fruchtigen, von dem leicht säuerlichen, leicht saftigen. Das ist für mich wie eine authentische, schöne Grapefruit riecht. Dazu eben noch grünes Gehäcksel. So ungefähr müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Ja, im Verlauf geht es. Es könnte auch eigentlich so ein bisschen eine unreife Grapefruit sein. Vielleicht assoziiert das auch der ein oder andere damit, statt diesem grünen Gehäcksel eine grüne Stelle an der Grapefruit. Das könnte auch sein, dass man das so wahrnimmt. Aber ja, im Verlauf geht dieses, ja, geht die Grapefruit noch mehr in die Schalenrichtung. Aber ich muss auch wirklich sagen, es ist nie zu übertrieben. Es ist nie kratzig, nie unstimmig. Ich finde das schon schön gemacht. Ja, das ist der Duft an sich. Bei dem merke ich die Moschusunterlage am wenigsten. Ja, ich würde sagen, bei Limone rieche ich die am zweitwenigsten. Und das ist eigentlich der Duft. Pompelmo, solides Ding. Ich würde sagen, wenn ich die ranken müsste, wäre Arancia Rossa mein Platz 1. Das wäre mein Platz 2. Ich glaube, Limone mein Platz 2. Platz 3 wäre Mandarino, Platz 4 Pompelmo und Platz 5 wäre Bergamotto. Aber es sind alles gute Düfte. Natürlich, naturbelassen, nicht synthetisch gepusht. Darum geht es in der Kollektion. Und ja, zum Abschluss noch, Haltbarkeit und Sillage von allen Düften, habe ich ja gesagt, will ich nochmal kurz und knapp zusammenfassen. All diese Düfte riechen natürlich. Es sind keine synthetischen Monster, die gepusht wurden. Falls ihr auf solche puren Zitrusmonster steht, dann werdet ihr vielleicht bei Bergamask von Otto Parisi richtig, der diese Bergamotten-Zitronen-Kombi eher kühl, frisch, mit Synthetik untermalt, extrem aufdreht. Das ist eine komplett andere Richtung von Düften, die ich auch gerne mag. Bergamask ist ein toller Duft. Aber hier geht es darum, die Düfte, ich sag mal, in ihrer pursten Schönheit zu präsentieren. Deshalb sind es auch keine starken Performer. Ich kann die Düfte folgendermaßen, sage ich mal, einordnen. Bergamotto ist der Duft, der am ja, schwächsten ist, sage ich mal. Ihr habt hier eine Haltbarkeit von 4 Stunden, 4,5 Stunden ungefähr. Wie gesagt, genaue Zeitangaben habe ich auch schon öfter gesagt. Ist nicht so mein Fall, das ist sehr, sehr subjektiv. Aber ich würde sagen, um die 4, 4,5 Stunden habt ihr was von Bergamotto. Die nächste Gruppe an Düften wäre Limone, Mandarino und Pompelmo. Diese Düfte halten alle ungefähr gleich lang. So 5 bis 5,5 Stunden habt ihr was von den Düften. Die projizieren auch alle drei stärker als Bergamotto. Bergamotto ist sowohl von der Haltbarkeit als auch von der Sillage her der schwächste. Es ist auch der, der am frühesten leise wird. Ich muss aber bei Bergamotto nochmal empfehlen, diesen Duft hier, wenn ihr den tragt. Das ist nochmal irgendwie ein bisschen was anderes, als wenn ihr ihn auf der Haut oder auf den Teststreifen sprüht. Bergamotto ist in der Luft, finde ich, nochmal einen Ticken fruchtiger. Habe ich vergessen zu erwähnen, hole ich jetzt mal nach. Kommen wir zu Mandarino, Limone und Pompelmo. Diese Düfte strahlen stärker aus und halten noch etwas länger. Ja, so viel dazu. Der stärkste Duft hier ist wirklich Arancia Rossa. Ist natürlich auch ein schöner Zufall, dass Arancia Rossa ausgerechnet mein Lieblingsduft der Kollektion ist. Die Haltbarkeit ist hier so bei 6 bis 6,5 Stunden. Das ist wirklich, finde ich, beeindruckend für die Natürlichkeit, die ihr hier habt. Auf meiner Haut hält er wirklich tipptopp. Und ich muss noch mal eine Anekdote erzählen. Ich habe den Duft vor einer Woche circa auf ein Hemd gesprüht, gegen 18 Uhr. Das Hemd am nächsten Tag gegen 11 Uhr oder so nochmal angezogen, hat mir das Hemd umgeworfen und ich habe diesen Arancia Rossa Blutorangenduft
deutlich nochmal gerochen. Ich musste nicht direkt am Hemd riechen. Ich habe das Hemd umgeworfen und habe diesen Duft einfach nur gerochen. Also ich kann wirklich auch nur von Herzen empfehlen, sprüht all diese Düfte auf Klamotten. Da könnt ihr nochmal gut was an Zeit rausholen. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert oder aus meiner eigenen Erfahrung. Das bringt auf jeden Fall was. Arancia Rossa ist auch von allen Düften der, der am längsten braucht, bis er leise wird. Bergamotto wird am schnellsten leise. Danach kommen Mandarino, Bergamotto und Pompelmo. Diese Düfte hier halten sich etwas länger in der Sillage und werden dann leise. Oder am längsten strahlt auch Arancia Rossa aus. Bei den vier anderen Düften ist es so, die strahlen so die ersten 20 bis 30 Minuten extrem aus. Das ist auch, sage ich mal, das, was Zitrusnoten ausmacht. Schnelle, intensive Erfrischung. Super intensiv, super stark. Und danach wird es eben relativ schnell leise. Also ihr habt hier 30 bis 45 Minuten gutes Sillage, um dann eben leise zu werden. Bei Bergamotto geht es etwas schneller. Bei Arancia Rossa habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass er nach 2 Stunden, nach 2,5 Stunden immer noch nicht leise ist. Also, obwohl, beziehungsweise nach so 2,5 Stunden wird der Duft dann leise. Aber davor die Zeit, der Duft ballert durch. Also die erste Stunde, gutes Sillage. Dann wird es ein Ticken leiser, aber immer noch deutlich riechbar. Und erst nach 2,5 Stunden ist er auf meiner Haut wirklich leise geworden. Also da, das hat mich wirklich begeistert, wie stark Arancia Rossa doch durchballern kann. Also ja, so viel erstmal zu meiner Einschätzung der Haltbarkeit und Sillage. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so einen guten Überblick über die Zitrusmeisterwerke von Jean-Claude Elena geben. Wie gesagt, bei diesen Düften geht es darum, die Natürlichkeit der Düfte zu präsentieren, der Zitrusnoten. Dementsprechend performen die auch, dementsprechend riechen sie auch. Hier bekommt man tolle Düfte. Ich bin eigentlich mit allen Düften, was die Haltbarkeit und Sillage angeht, zufrieden. Ich kann mich da nicht wirklich beschweren, weil sie einfach top riechen. Also, so viel, oh, es kommt die Sonne richtig raus. So viel erstmal zu den ganzen Düften. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Boah, die Sonne jetzt blendet mich komplett. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder auch dabei. Bis dahin, Leute. Ciao.